Also wir fahren jetzt in die Stadt und wir nehmen euch heute mit. Ja, wie schon gesagt, ich drehe heute einen Vlog. Ich weiß nicht warum, aber also wir sind auf dem Weg zum DM. Ich würde sagen, wir sehen es dann einfach gleich, wenn wir da sind. Also dann Leute, wir sind vom Bus draußen und müssen jetzt irgendwie den Weg zum DM finden. Weißt du denn, wo es ist? Ja, und dann da rein. Okay. Dann würde ich mal sagen, let's go und wir sehen uns dann, wenn wir den Laden endlich gefunden haben. Also Dad, wir sind gerade doch erstmal beim Asia-Laden hingegangen. Ich bin gerade zum allerersten Mal im Asia-Laden. Das ist sehr interessant, was hier alles gibt. Weil es mich irgendwie bestört ist, hier gibt es Pakis, ich habe noch die Pizza gegessen. Wir wissen, wie das schmeckt. Und das kostet 5 Euro, dann habe ich nicht mal mehr genug Geld, um die Karte zu bezahlen. Oh, was ist da? Ja. Meine Abos wollen wissen, wie das schmeckt. Daraus kann man ein geiles YouTube-Video machen. Oh, nochmal geil, schmeckt das. Ich kaufe das jetzt nicht für dich. Warum? Weil das so ist, weil ich mein Geld habe. Und endlich sind wir hier da im DM. Und ich vermisse. Weißt du, was ich vermisse? Pockys, weil ich habe Pockys noch nie gegessen. Und meine Nichte hat 5 Euro dabei. Aber sie kauft es nicht. Und das Problem ist, wenn ich das kaufe, dann habe ich nicht mehr genug Geld für den Bus. Das heißt, ich könnte dann nicht mehr mit nach Hause. Geil, ne? Kacke, wo man da hingucken kann. Vielleicht gibt es hier interessante Haarfarben hier. Wo sind denn hier die Haarfarben bei ihr? Oh, hier sind noch Biersachen. Das haben wir nicht gesehen. Irgendwelche Tabletten. Ich glaube, hier müssen die sein. Ja. So, also gibt's hier was Interessantes für mich? Nope. Alles nur Kacke. Was ist das denn? Schweiz. Das manche steht mich gut. Unter dieser Maske. Aber ich glaube schon, ja. Man sollte mich eigentlich gut verstehen können. Ja. Warum? Warum bist du jetzt so genervt? Darum. Nur weil ich das jetzt kaufe? Ja. Ist doch mein Geld. Trotzdem. Ich kaufe hier alles, was sie will, von meinem Geld. Auch wenn ich nur wenig Geld habe. Dann hat sie keine Ahnung, wie viel Geld. Ich habe gar nichts mehr. Ich frage sie, ob sie mir diese Dinger kaufen kann. Sie sagt, nee, ist mein Geld. Das ist ungerecht. Das ist ungerecht. Ich kaufe eh nie wieder irgendwas. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hier drin soll. Ich suche die mal und frage die mal, was wir hier drin überhaupt machen. Mein erster und Scheißflug. Läuft bei mir. Ist YouTuber. Ja, was wollen wir denn hier überhaupt? Nicht dein Ernst. Das ist nicht ihr Ernst. Was wollen wir hier? Kannst du mit deiner Mama rufen? Wen? Mama. Warum? Weil sie was von dir brauchen. Ich hab vergessen, was nochmal. Was wollen wir hier überhaupt? Ich will mir was kaufen. Was denn? Egal. Ich weiß nicht. Ihr habt es gehört. Die Haarfarbe, ich weiß. Aber hier gibt es nicht was gefunden. Frag ich aber immer noch, ob ich sowas überhaupt brauche oder nicht. Aber was sollte nicht, ne? Okay, ich habe mich gerade doch umentschieden. Ich habe die Duschdinger doch nicht geholt. Falls ihr wissen wollt, wie viel die kosten, eine solche Dings kostet 50 Cent.
Es tut mir leid, Leute. Ohne Witz, ich hab vergessen, weiter zu drehen, nachdem ich... das Video, weil, also ich habe vergessen, das Video weiterzumachen. Deswegen, es tut mir leid, ich hoffe, ihr könnt es mir irgendwie verzeihen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Es kommt bald noch ein Vlog, glaube ich. Bin mir noch nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt. Müsst ihr nicht, aber würde mir sehr helfen. Auf jeden Fall. Macht's gut.